Hey Leute, David von iDesignish hier. Erstmal frohes neues Jahr an euch. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Es ist ja schon Mitte Januar. Naja, gut, auf jeden Fall, da ihr bestimmt wisst, dass ich ein ziemlicher Star Wars-Fan bin, hatte ich mir überlegt, machen wir heute mal das Licht von Rey, also auf Episode 9. Ich hoffe, ihr habt den Film noch nicht gesehen. Ansonsten hier ein dicker Spoiler-Alert. Deswegen nicht wundern. Auf jeden Fall, hatte ich es mal geschaut. Ich meine, ich hatte im Internet, gibt es ja diese Szene am Ende nur, wo man das Lichtschwert ab und zu ein bisschen mal sieht, wie das in etwa aussieht. Deswegen hatte ich mal ein bisschen gegoogelt und zufälligerweise hat es anscheinend jemand schon gemacht gehabt. Das heißt, habe mir kurz das Bild gegoogelt und habe dann das hier gefunden. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz nett aus. Ich glaube, das passt am besten. Deswegen, das Bild findet ihr unten in der Videobeschreibung, könnt ihr auch nochmal downloaden. So, also als erstes machen wir uns ein Spline und zwar machen wir es anhand Kreisen. So, jetzt wollen wir natürlich. Gehen wir hier erstmal bei der P-Achse auf 90 Grad, damit es halt liegt quasi. So, und dann fangen wir doch hier an. Und zwar, weil die oberen Sachen machen wir zuletzt. Da machen wir einfach nur Ringe quasi. Und hier sind es so Würfel. Das heißt, na. Okay, ziehen wir es erstmal ein bisschen kleiner, so dass es in etwa passt. Ah, was wir jetzt natürlich machen können, weil wenn wir uns das Bild haben wir jetzt gerade uns reingezogen, ist ja nicht ganz mittig. Das heißt, wir gehen hier auf Optionen, Ansicht, Voreinstellungen, gehen auf Hintergrund und haben hier uns auch Hintergrund schon. Das heißt, wir gehen bei der X-Achse, Offset X, verschieben wir das dementsprechend. So dass es in der Mitte ist. Ich denke, das ist soweit in Ordnung. Genau. So, und jetzt ziehen wir uns den Kreis einfach ein bisschen kleiner. Ja. Na. Müssen wir doch ein bisschen ziehen nochmal. Und zwar. Na. Stunden später. Ja, muss nicht perfekt sein. Na, irgendwie zwischen 14 und 15. Lassen wir so 14. Dann ziehen wir uns das noch ein bisschen kleiner zurecht. Ich denke, so ist in Ordnung. Dann ziehen wir uns das ein bisschen nach oben. Dann drücken wir einmal STRG, also STRG und C und ziehen uns das runter und machen das ein bisschen größer. So ungefähr. Na, hat das nicht genommen. Blöd, okay. STRG Z könnt ihr zurück. Also C und V, jetzt hat es kopiert. Ziehen wir runter und skalieren es hoch. So, jetzt gehen wir hier unseren NURBS und wählen uns Loft aus. Dann nehmen wir uns beide Kreise, packen in den Loft rein und jetzt sehen wir, wo die beiden verbunden. So einen Trichter haben wir jetzt. Und so gehen wir halt weiter. Das heißt, wir nehmen uns unseren Kreis Nummer 1. Obwohl, nee, machen wir jetzt, also wir halten den Trichter an sich so, weil das nächste ist jetzt, machen wir daraus einen Ring. Das machen wir später. Das heißt, wir gehen uns nochmal zu unseren Ring, zu unserem Kreis, gehen auf 90, Quatsch, gehen auf bei der P-Achse auf 90 Grad. Verschieben das, ups, machen das kleiner, verschieben uns das hoch, dann fangen wir mich hier an.
So, dann kopieren wir uns das, wie gesagt. Und ziehen uns das hier in die Mitte. Nehmen uns wieder ein Loft und packen die zwei Kreise in den Loft rein. So, jetzt nehmen wir Kreis Nummer 1. Wollen den ein bisschen größer machen. So ungefähr. Dann kopieren wir uns das nochmal. Also erst der G gedrückt halten und einfach nur hochziehen. Das heißt, das, was wir markiert haben, einfach nur hochziehen. Also in den Loft drin, aber einfach hochziehen, damit er das automatisch dupliziert. So, jetzt ziehen wir uns das ein bisschen weiter weg, ungefähr hier, und ziehen uns das klein. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier schon mal ein bisschen so ein Bubbel drin. So, jetzt kopieren wir es wieder, STRG-C, oder Quatsch, einfach nur STRG gedrückt halten und hochziehen. Und dann ziehen wir uns den hier runter. So. Dann wieder STRG hochziehen. Ungefähr hier. Und skalieren das. Dann kopieren wir es wieder. STRG. Ziehen das runter. Und skalieren das. So. Jetzt können wir das ein bisschen. Genau, jetzt nochmal queeren. Ein bisschen vorziehen, also nicht so viel. Und rein skalieren. Jetzt nochmal kopieren. Ein bisschen vorziehen und rausskalieren. Nochmal kopieren. Runterziehen und skalieren. Denn was wir jetzt gemacht haben, wie wir sehen können, haben wir hier so eine kleine Lücke drin. So. Jetzt, je nachdem, wie detailliert ihr es haben wollt, machen wir nochmal, also kopieren wir uns. Selbe Spielchen nochmal. Obwohl, nee. Genau, kopieren wir uns. Also skalieren wir uns das. Na, komm schon. Dann. Bild. So, dann kopieren. So, und ein bisschen hoch, nicht so viel. Dann nochmal kopieren und rausziehen. So, jetzt nochmal kopieren. Skalieren. Nochmal kopieren. Runterziehen. Nochmal kopieren. Skalieren. Nochmal kopieren. Runterziehen. Na, hier. Skalieren. So, dass es ungefähr passt. Ne. Okay, machen wir zurück. Skalieren nicht so hoch, nicht so weit. Also ein bisschen skalieren. Dann kopieren. Runterziehen. Und skalieren. So. Kopieren. Runterziehen. Und lassen wir. Kopieren. Skalieren. Kopieren, runterziehen, kopieren, skalieren.
Aktivieren. Runterziehen. Kopieren. Skanieren. Kopieren. Runterziehen. Kopieren. Skanieren. Kopieren. Runterziehen. Kopieren. Hochskalieren. Kopieren. Runterziehen. So, und dann sind wir gleich soweit fertig. Dann kopieren nochmal. Skalieren. Kopieren. Runterziehen. Dann noch einmal kopieren. Skalieren. Kopieren. Runterziehen. So, und jetzt gleich skalieren. Und letzte Mal ziehen. Kopieren. Skalieren. So. Wenn wir uns das jetzt angucken, haben wir schon mal die Form. Sieht eigentlich schon mal ganz cool aus, meiner Meinung nach. Jetzt, wenn wir uns angucken, haben wir so einen Bobble hier. Das ist die beste Methode, die ich also gefunden habe, einfach schnellste quasi, ist jetzt, wenn wir unser 3D-Objekt nehmen und uns einen Öltank nehmen und den ein bisschen da halt hinter schieben. Den nehmen wir uns und ziehen den uns einfach runter. Dann skalieren wir den natürlich. So, dass es von den Abmessungen auch etwas stimmt. Genau. Kann ja ein bisschen nach oben reichen, ist ja egal. Wenn wir uns das angucken, sehen wir, hier ist jetzt unser Öltank drin. So, voilà. Dann machen wir uns, wie gesagt, unsere Ringe. Zum einen hier. Das heißt, wir nehmen uns eine Röhre. Machen die dementsprechend kleiner, dass sie natürlich auch passt. Ziehen uns rein. Außenring natürlich. So, ich denke, das ist in Ordnung. Ah, ziehen wir doch ein bisschen größer. Ja, so ist okay. So, und da wir jetzt allerdings so Böbbelchen haben, die davor stehen, machen wir Folgendes. Und zwar als allererstes machen wir uns Option, machen wir uns Darstellungen, Drahtgitter. Dass wir erstmal die ganzen Linien sehen hier. Dann machen wir uns, also machen wir mal eine kleine hier. Dann können wir ja so ein bisschen sehen, wo die Linien sind. Heißt, bei der Röhre können wir hier bei den Umfangsegmenten gucken, wie passen Segmente hier rein. Also seht ihr so ein bisschen, hat es hier verschiedene Linien. Wenn wir jetzt beispielsweise auf 32 gehen, ist nur ein Segment, also quasi hier ein Kasten. Und das wollen wir ein bisschen in Linie haben, das heißt, das stimmt soweit. Deswegen drücken wir hier C. Machen wir anders, sorry, SDG und zurück. Wir machen hier nochmal, damit wir auch bei der Darstellung sehen, Gaussian Shading, damit wir hier auch die Segmente sehen können. Deswegen, wir gehen auf unsere Röhre, gehen auf Segmente Höhe,
machen dort auch ein paar Segmente rein. So, das dürfte eigentlich. Obwohl, nee, weil das ist ganz runtergezogen. Ist okay. Also gut, machen wir doch nichts. Also anstatt die Segmente auf 2, machen wir 1, weil das ist in Ordnung. Dann strgc. Und dann wählen wir uns einfach mal ein paar Segmente aus. Also müssen halt ja, stabil sein. Das heißt, wir beispielsweise nehmen beim mittleren hier. Fangen wir da an. Und also müssen halt immer gleich sein. Das heißt, wir zählen uns irgendwas mal ab. Wie viel sind denn da? 1, 2, 3, also 6 ungefähr. Machen wir mal 1, 2, 4, 5. Machen wir mal 1, 2, 4, 5. Und dann machen wir so ein. Markieren wir uns das. Das könnt ihr mit Shift, indem ihr Shift gedrückt halt, könnt ihr halt noch andere Segmente, Polygone auswählen. Was haben wir jetzt? 2, 4, 5 und dann kommt es. 2, 4, 5. Na, Quatsch. 2, 4, 5. Ah ja, genau. Und dann so. Dann 2, 4, 5. Also 2, 4, 5. Ich hoffe, das passt. 2, 4, 5. Und 2, 4, 5. Nee, scheiße. Okay, das geht nicht auf. Dann müssen wir es so rausrechnen. Wie viel haben wir denn hier? Also 2, 4, 5. Weil gerade hat es hingehauen. Oh Mann, ey, ich bin zu blöd zu rechnen gerade. Es ist so spät abends. Gucken wir mal 4. Also 2, 4 und dann. Also 5 machen wir so. Also 2, 4 immer. 2, 3, 4. Eins, zwei, drei, vier. Ein, zwei, drei, vier. So, ein, zwei, drei, vier. Ein, zwei, drei, vier. Ein, zwei, drei, vier. Ja, okay, ich hoffe. Na, blöd, immer noch nicht. Scheiße. Ach, blöd, ey. Okay. Sorry, gerade jetzt hingehauen. Also, okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr müsst euch einfach irgendwie das zurechtwursteln, wie das halt einfach gleich ist, der Abstand. Vielleicht können wir bei mal 3 haben. 1, 2, 3, 4. Noch letzten Versuch. 1, machen wir 3. 1, 2, 3. Ein, zwei, drei. Ein, zwei, drei. Ein, zwei, drei. Ein, zwei, drei. Und okay, jetzt sieht es gut aus. Ein, zwei, drei. 1, 2, 3, perfekt, super. Okay, jetzt klappt super. Also, daran rechte Maustaste, dann extrudieren. Okay, müssen wir noch ein bisschen kleiner machen. Okay, also, und das machen wir, ist eigentlich egal. Können wir ja so etwa machen. Denn wenn wir jetzt beispielsweise, jetzt ist es halt sehr eckig, wenn man später ein Hypernerb erstellen und dann die Röhre hier rein tun, sehen wir, dass es abgerundet ist. Und das wollen wir im Endeffekt haben. Aber jetzt noch nicht, später. So, was wir aber machen, ist die Box hier ein bisschen höher.
So. Okay, also da haben wir das schon mal. Und als nächstes machen wir uns noch eine Röhre. Machen die uns natürlich auch ein bisschen kleiner alles. Und sehen die hier nach oben. Zum einen machen wir die hier passend. Was? Ja. Kopieren die STRG-C. Ziehen die hier nach oben. Ziehen die ein bisschen größer. So dürfte das sein. Jetzt können wir noch gucken, und zwar, weil ihr solltet Röhren verwenden, weil jetzt haben wir halt die Öffnungen dementsprechend ein bisschen, ja, Öffnungen quasi. Das sieht aber nicht so aus, wie ich es haben will. Das heißt, wir machen uns das einfach, ups, den inneren Ring ein bisschen kleiner. Ich denke, das ist, ups, ich denke, das ist weit in Ordnung. Ja. So ist das okay. Genau. Und dann den Ring hier auch noch mal ein bisschen kleiner, damit es aber besser aussieht. Und da der Rundungen braucht, machen wir natürlich Rundungen rein. Und zwar, wo haben wir Rundungen? Segmente ungefähr, ja, so 2. 1 bis 2, wie ihr wollt. So. Jetzt würde ich sagen, das Gröbste ist schon geschafft. Jetzt machen wir uns genau am besten einmal ja, die Seitenteile hier. Das heißt, wir nehmen uns einen Würfel, ziehen ihn hoch, ein bisschen kleiner natürlich, und gucken hier mal, wie das in etwa passen könnte. Damit es halt auch aussieht nach etwas. So. Ja, das dürfte sein. Dann drehen wir uns das, kippen wir uns das ein bisschen. Okay. Das sieht doch schon mal. Ja, okay, so sieht doch okay aus, finde ich. Gucken wir auf eine Höhe mal. Ja, okay. Ja, okay, doch, das ist Mitte. Okay. Jo, okay, nehmen wir das. Das sieht doch, denke ich, okay aus. Dann machen wir natürlich noch Deckflächen rein, also Rundungen. Nicht zu viele. Ich würde sagen mal so 1, 2. Ja, 2 ist okay. Dann nehmen wir uns einen Cloner, Mograph, Clone. Nehmen unseren Würfel, packen den da rein und gehen auf Clone. Gehen dann auf, nicht auf Modus, auf Radial. Gehen dann auf quasi auf Clone nicht fixieren. Und drehen uns das. Das heißt, momentan haben wir es ja so. Das wollen wir natürlich nicht. Wir gehen auf, wir gucken hier mal durch, was passend ist. Genau, das heißt auf XZ. Und den Radius ein bisschen kleiner. So, das sieht auch gut aus. Noch ein bisschen. Ja. So könnte das gut aussehen.
Bin ich am Überlegen, ob wir uns die Anzahl ein bisschen höher machen. Ja, okay, machen wir so. Das können wir gleich noch ändern später. Also, wenn wir das Rendering machen. Anzahl ist 7, machen wir erstmal 7. 7 ist okay. So, als nächstes drehen wir uns das Ganze. Das heißt, wir nehmen unseren Kloner, kopieren den C und V, also erst der G, C und V. Und dann haben wir hier halten quasi STRG gedrückt, obwohl müssen wir nicht haben. Wir gehen hier zur P-Achse und geben 180 Grad ein. Und jetzt haben wir es genau um 180 Grad gedreht. Und dann ziehen wir uns das hier nach unten. So, und dann können wir das natürlich noch bei unserem Kloner ein bisschen Radius verkleinern. Ja, ich denke, so ist doch in Ordnung. So. Okay, und dann machen wir noch, sind wir gleich durch soweit, machen wir uns hier diese Zacken rein. Das geht auch ganz leicht. Nehmen wir uns hier unser Würfeltool, ziehen den Würfel nach oben, machen den dementsprechend ein bisschen kleiner. Gehen wir in die Ansicht. So, damit er, also visuell gesehen, einfach passt hier auf dem Rand. Ja, ich denke, so sollte das eigentlich in Ordnung sein, ja. Ja, ich denke, es ist okay. Dann gehen wir natürlich auf, Quatsch, haben wir schon auf Würfel. Segmente natürlich noch. Jetzt gucken wir mal. 4. Ja, 4 ist in Ordnung. Machen wir überall 4. 4, 4 und 4. Und jetzt schneiden wir uns mal einfach so eine Kante raus. Das heißt, wir drücken C, um das editierbar zu machen. Gehen auf unser Polygonwerkzeug. Rechte Maustaste schneiden. Wo haben wir uns? Linienschnitt. Dann gehen wir nur sichtbare Schneiden raus. Gehen in die irgendeine Ansicht, ist eigentlich wurscht, welche. Ja, wie sind es vorne? Muss ich gerade mal überlegen. Nee. In die Seitenansicht, also ist egal, links oder rechts. Und ziehen uns einen Schnitt von hier oben nach. Und dann gehen wir unser Live Selection Tool, nur sichtbare Elemente selektieren aus und selektieren hier den Bereich. Drücken Entfernen auf das Tool. So hat das rausgenommen. Voilà. Und wie wir sehen, haben wir jetzt sowas. Deswegen, wir wollen aber das natürlich geschlossen haben. Das heißt, wieder mittlere Maustaste, rechte Maustaste. Polygon noch schließen und dann machen wir das zu. Voilà. So, jetzt machen wir uns natürlich nochmal einen Cloner, Mograph, Clone, unser Würfel, packen den da rein. Gehen wieder auf Radial. Jetzt hat er das natürlich nach da unten. Machen wir erstmal Clone Flex. Fixieren raus. Dann gehen wir unser, ich glaube, das war XZ. Ja, perfekt. Und wollen natürlich den Radius wieder ein bisschen verkleinern. So, ich denke, das ist doch so weit schon mal in Ordnung.
Gehen unsere Anzahl erhöhen wir natürlich noch. Ja, ich denke 7 sieht auch schön aus. Dann mittlere Maus das wieder. Gehen wir in die Ansicht hier wieder und gucken, müssten wir soweit alles haben. Genau, sind wir soweit fertig. So, das, was ich jetzt machen werde. Also das mache ich jetzt nicht. Ich gehe mal davon aus, weil wenn wir uns das Bild betrachten hier, wenn es aktiviert ist, leuchtet es halt gelb durch den Kyber Crystal. Das heißt, gehe ich aber davon aus, dass wir das gar nicht brauchen. Ah, aber was ich sehe, das ist hier ja, das heißt, hier ausgeschnitten wurde. Das heißt, können wir gerne machen. Gehen erstmal unser Objekt-Tool. Und dann selektieren wir uns einfach mal. Also gehen hier. Oh, ich speichere das mal kurz, nicht, dass er uns abkackt gleich. Oh. Ray machen wir mal. Desktop, ja. Gehen wir zu unserer Luft, drücken wir C, unser Polygon Selection Tool, und dann wählen wir uns mal die ersten zwei immer aus. So, da die zwei, ups. Dann, na, hier die zwei, da die zwei nehmen wir raus. Dann hier die zwei. Hier die zwei. Ja, okay, da haben wir es. Ah, okay. Und hier die zwei. Ach so, ich bin ja blöd. Bevor wir uns die selektieren, gehen wir natürlich hier, machen natürlich nur sichtbare Elemente selektieren. Ansonsten selektiert er natürlich alles. Das heißt, wir machen das nach vorne. Die zwei. Die zwei. Die zwei. Die zwei. Die hier. Und die hier. Und die zwei. Ja, jetzt haben wir das. Und dann drücken wir mal Delete. Also löschen. So, was wir aber machen können, ist, wir können das mal versuchen, wie das aussieht, wenn wir uns das jetzt also mal alles A drücken, weil wir geben denen jetzt ein bisschen Tiefe. Also wir drücken A, also STRG A, damit selektiert er alles. Und wir gehen rechte Maustaste extrudieren. Jetzt gucken wir mal. Nee, ist eigentlich nicht so schlau. Guck mal. Ja, doch, okay, das können wir. Nee, das ist nicht so schlau. Nee, okay, machen wir doch nicht. Okay, alles gut. Machen wir doch nicht. Das ist kein Problem. So, jetzt machen wir uns noch zum guter Schluss hier zwei so Griffe rein. Dann machen wir uns das irgendwie jetzt. Wo haben wir es? Na, wo haben wir es? Würfel. Ziehen wir uns den passend. So, ganz flach natürlich. Und natürlich von der Länge her passend. Auch ein bisschen breiter. Ja, ich denke, es ist schon in Ordnung, so wie es ist. So, den ziehen wir uns natürlich ran.
Oh ja. Okay. In die Mitte, natürlich. Ja. Machen wir es so einfach. Na. Dann geben wir den ganzen Deckflächen, also Rundungen. Also einfach mal volle Kanne. Ja. Okay, also mehr geht wohl nicht. Okay. Na gut. Dann unterteilen wir uns das. Ich glaube, ups, Quatsch, 40. 4 meine ich. Machen wir mal 3. Ja, 3 ist besser. Drücken wir C wieder, damit wir es wieder selektieren. Und dann wählen wir uns die oberen aus. Dann gehen wir auf Extrudieren. Allerdings gehen wir auf Gruppen erhalten, gehen wir Häkchen raus. Wenn wir es jetzt extrudieren. Nee, Quatsch. Okay, erstmal noch nicht. Machen wir erstmal in Extrudieren. Dann machen wir aber Gruppe raus, also Gruppe erhalten raus. Wenn wir das extrudieren, dann quasi nimmt er die ganzen Polygone als separate Gruppe. Das heißt, er macht es nicht zusammen. So ist das in Ordnung. Dann machen wir extrudieren und jetzt können wir extrudieren. Also auch nicht so viel. Ja, das ist schon fast zu viel. Ja, so gut. Und dann kopieren wir uns den natürlich und ziehen ihn einfach auf die andere Seite. Drehen natürlich auch. Das heißt, bei der H-Achse 180 Grad. Und dann schieben wir ihn wieder rein. Genau, so, voilà. Und ich denke mal, das dürfte es soweit gewesen sein. Ach so, genau. Und jetzt eigentlich so von der Geometrie ist es soweit alles in Ordnung, bis auf natürlich diesen einen Würfel hier. Den nehmen wir uns. Das heißt, wir nehmen uns ein Hypernurb. Wo haben wir unser Röhre? Packen den hier rein. Und jetzt können wir uns natürlich auch mal gucken. Können jetzt alle. Schauen wir mal, ob das passt. Unser Würfel packen wir mal rein. Ja, okay, das sieht nicht schlecht aus. Okay, lassen wir es so, super. Das heißt, wir nehmen uns alle, die in einen Hypernurb rein sollen, alle Objekte, weil ist ja nicht alles, nehmen wir uns hier zusammen. Ich denke, das sollte alles sein. Alles markieren. Da wir jetzt nicht alle separat in einen Hypernurb packen können, weil das bringt nichts, drücken wir Alt und G. Das heißt, wir gruppieren das und dann stecken wir uns das rein. Voilà, haben wir so. Genau. So, jetzt sollte es eigentlich, ist es soweit alles? Sieht eigentlich ganz cool aus, meiner Meinung nach. Also, ich hoffe, das hat euch gefallen. Sieht jetzt ansatzweise so aus wie da. Also, bisschen eigene Kreation drin. Ihr könnt euch das jetzt nochmal gestalten, wie ihr wollt, von den Texturen her, weil ich muss gestehen, ich mache mir das echt ein bisschen schwer. Das heißt, ihr habt natürlich viele Möglichkeiten. Ich blende euch das mal ein, das fertige Bild quasi. Ansonsten könnt ihr machen, wie ihr wollt. So, ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Jetzt sind wir halt schon 40 Minuten dabei. Das heißt, wenn es so war, könnt ihr mich gerne abonnieren. Es würde mich echt freuen, könnt ihr mich gerne unterstützen dabei. Ansonsten gebt mir ein Like. Ihr könnt euch gerne nochmal teilen, das Video.
Ansonsten habt ihr doch eine Möglichkeit, nochmal in meinen anderen Videos zu gucken. Und ansonsten würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.